Das haben die doch gleich durchgeballert. Hast du eine bessere Idee, Irish? Du hast gesagt, Gingy wäre gar nicht tot. Cheng wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der USS Valkyrie. Dein Mann, in Anführungszeichen? Ja, unsere CIA-Tarnung. Wenn Cheng herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiß auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen können wir nichts tun, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Heli, in Deckung! Alles klar bei euch? Ich bin am Leben. Der Russe ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns Suez nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tombstone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Wir werden hier verrecken. Wir bleiben zusammen und am Leben. So eine Scheißkarre! Soll ich lieber fahren, Irish? Schon gut, Hannah, ich schaff das. Ich komm hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Ist es weit bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Gingy meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kamen Jinx Truppen und brannten ihr Dorf nieder. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Diesmal muss ich sagen, das wusste ich nicht. Pass auf, Hannah. Es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Russen! Haben die uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus, es sind so viele, verdammt! Leise, Marine! Komm, los, los, los! Bewegung! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben 3 Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja. Kommt jetzt, Leute. Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad. 7. Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn ist Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker Squad Leader.
Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich. Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist ein Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Racker, stimmt's? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles verbrennen und dann weg hier. Zieht Leine! Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Waren korrekt. Welche Infos? Die für die Dunn gestorben ist.